Jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem Fix, zu einem feststehenden Messer. Und zwar aus dem Hause Real Steel. Wir haben hier das Modell, kommt in der typischen Real Steel Box. Da haben wir es. Wir haben das Real Steel Bushcraft Plus in der Convex-Version. Also mit der balligen Schneide holen wir es gleich mal raus. Das gucken wir uns gleich ganz in Ruhe ausführlich noch an. Vorab geht ein dickes Dankeschön raus an Messer und Co., an Dirk Wanger. Der hat mir dieses Modell nämlich mal rumgeschickt, damit ich dem auf dem Zahn fühlen kann, damit ich es mal testen kann. Und ich versuche euch jetzt meine Eindrücke, meine Erfahrung damit zu schildern. Solltet ihr Interesse an diesem Teil haben, dann findet ihr einen Link zum Bezug zu Messer und Co. natürlich in der Videobeschreibung. Bei Interesse einfach mal auschecken. Ja, und meinerseits ein dickes Dankeschön raus an Messer und Co., dass sie mir dieses Modell kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ihr habt ja vorab schon ein paar Bilder gesehen und auch schon Praxiseindrücke. Immer cool, wenn man so einen Stachel mal auschecken kann. Ich selbst bin ja seit einiger Zeit absolut zufrieden mit meinem Bark River Gunny. Hier mein kleiner Größenvergleich, auch am Anfang schon. Das ist so mein Begleiter. Wenn es mal größer sein darf und muss, was ehrlich gesagt bei mir sehr selten vorkommt, dass ich wirklich ein Haumesser brauche, dann nehme ich das Bravo 2 mit und das Gunny leistet mir vorzügliche Dienste. Auch ein konvexer, ein balliger Anschliff. Und man sieht hier schon, dass der Real Steel Bushcraft, das Bushcraft-Messer hier in der Convex-Version doch eine Ecke größer ausfällt, bleibt aber mit knapp 11,5 cm Klingenlänge, noch unter den 12 cm, ist also führbar, das ist kein Problem. In der Gesamtlänge haben wir ungefähr 24 cm, wir haben enorme 4,5 mm Klingenstärke, also das bringt schon einiges an Stabilität mit. Klingenstahl ist der 14C28N. So, Gewicht ohne Scheide sind knapp 200 Gramm. Wir haben konturierte, relativ fein polierte G10 Griffbeschalung beidseitig. Die lassen sich dann über das Tool, das mitgeschickt wird, auch demontieren. Das ist im Lieferumfang mit enthalten. Die sind sauber verschraubt und wunderbar angepasst. Wir haben hier noch eine feine Rillenstruktur. Ich hoffe, das kann die Kamera gut einfangen. Das ist dann sowohl anschmiegsam in der Hand und gibt dennoch Grip. Das gefällt mir sehr gut, was die Handlage angeht bei diesem Messer. Die würde ich als okay bis ganz gut, kommt halt ganz auf die Hand drauf an, beurteilen. Ich fand sie jetzt nicht herausragend, also das Gunny, das klebt sich viel besser in meine Hand, entwickelt auch bei längeren Arbeiten quasi keine Hotspots. Da ist hier dieser Schwung, der doch sehr ausgeprägt ist, diese Kontur, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht ewig lang damit gearbeitet, aber bei festerem Zupacken könnte das eventuell wehtun, war aber alles okay. Was wirklich ganz wunderbar gelungen ist, ist die super saubere Anpassung der Griffschalen. Da bekommt man eine Menge geboten. Ich glaube, preislich liegt diese Version hier bei knapp unter 100 Euro, 98, 99, irgend sowas. Und damit, das ist jetzt kein Schnapperpreis, aber für die wirklich gebotene, blitzsaubere Verarbeitung unter 100 Euro mit balligem Anschliff, da findet man jetzt nicht so viel andere Kandidaten. Hat noch ein ebenso brauchbares Jimping, wo der Daumen recht gut gebremst wird. Der Klingenrücken ist relativ scharf angefasst.
als Fazit wohl gleich vorwegnehmen, absolut brauchbares Messer. Ob man dieses Messer aber braucht, das ist immer so die Frage. Die meisten von uns, wenn man jetzt nicht gerade gezielt auf der Suche nach einem Outdoor-Messer ist und sich dieses Video anguckt, da wird's halt immer schwierig. Ich persönlich, bei mir hat dieses Messer jetzt nicht den Impuls ausgelöst, dass ich gesagt habe, jo, das muss ich unbedingt haben. Wenn ich geschnitzt habe, dann war es doch so, dass das Ganni aggressiver, bissiger ins Holz gegangen ist beim Schnitzen. Auch was die Zubereitung von Essen angeht. Das klappte alles anständig, aber das Ganni funktionierte ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Von daher definitiv brauchbar, überzeugend mit der super sauberen Verarbeitung dieses Modells, mit der Materialwahl, der universellen Linie an sich, dürfte den meisten Händen passabel gut liegen. Die Klingenform ist sehr, sehr universell und brauchbar. Da gibt es andere Modelle. Hier habe ich zum Beispiel das Sanremo 738. Das kommt optisch natürlich aufregender daher, keine Frage, diese fette, breite Klinge, dieser gegroovte G10-Griff, machen wir auch hier mal einen Größenvergleich. Das macht mein Auge optisch deutlich mehr an, ganz klar. Wenn es aber darum geht, wenn ich im Outdoor-Leben, im Lagerleben wirklich Arbeiten ausführen möchte, dann würde ich mich doch ziemlich klar für dieses Modell eher entscheiden. Aber auch hier gibt es ja Variationen. Wir haben die Survival-Version von Real Steel, also vom Bushcraft-Modell. Die hat dann, glaube ich, den Flachschliff. Und die ersten Modelle beim Bushcraft, das waren dann Scandis. Die haben ganz wunderbar im Holz gebissen. Ich konnte jetzt keinen direkten Vergleich machen, weil ich die leider nicht mehr habe, die Scandi-Modelle. Aber die haben schon mächtig gut gebissen, haben mir sehr gut gefallen, hatten auch eine blitzsaubere Verarbeitung und sind auch nochmal deutlich günstiger. Ich meine, die liegen so um 60 Euro, also da spart man einiges. Wenn man also nicht gerade auf der Suche nach einem Outdoor-Messer mit balligem Anschliff ist, dann sollte man sich vielleicht die Scandi-Modelle angucken. Hier auch nochmal ein paar Infos und Infozettel wird auch mitgeliefert, technischen Daten. Und da habt ihr hier die Familie, Scandi-Modell oben, dann das Survival-Modell mit dem Flachschliff und jetzt die Convex-Variante. Was mir sehr gut gefallen hatte, ob jetzt die Hackarbeiten... Die Schneidphase hat das wunderbar geschluckt. Die Schnitthaltigkeit selbst ist aber, ich würde jetzt sagen, okay, kam ab Werk wirklich hairpopping scharf. Und jetzt hat man halt so die ersten kleinen, ist ein bisschen krisselig. Hier vorne, wo dann gehackt wurde, da spürt man das auch. Da geht es nicht mehr ganz so sauber durchs Papier. Ist aber alles in allem völlig, völlig okay. Und dennoch im direkten Vergleich mit dem A2 schneidet da der 14C28N nicht ganz so gut ab. Dafür ist der Rostträger und ich vermute mal im Feld auch leichter zu schärfen als der A2-Stahl. Muss man also immer wissen, was man da bevorzugt, was einem besser gefällt. Rein zur Optik, ja. Da liefert Real Steel einfach immer ab, ne? Dezenter Real Steel Schriftzug, das finde ich gut. Umliegend haben wir dann 14C28N noch gemarkt.
Und ansonsten völlig clean. Das gefällt mir ganz wunderbar. Schön gefinischte Schraubenköpfe, das G10 sowieso. Hier hinten dezent die Möglichkeit, noch einen Fangriemen anzubringen, wenn man das denn möchte. Dann nimmt man am besten die Griffschalen ab zum Einfädeln und setzt sie dann wieder auf. Hier haben wir noch eine Seriennummer, schön dezent angebracht. Absolut gefällig. Zur Nylon-Scheide mit dem Kydex Kunststoffeinsatz kann ich nicht so viel sagen. Ganz klar, das Messer wird sicher gehalten. Ich habe das Messer aber immer im Rucksack bei mir getragen. Also es wird, hat einen sauberen Klick. Sitzt ganz sicher. Hier noch die Zusatzschlaufe. Wir haben hier noch eine kleine Extratasche, wo man einen Schleifstein oder ähnliche Utensilien, was man halt für sinnig erachtet, reintun kann. Und dann kannst du die Scheide halt entweder quer am Gürtel tragen, über die Klettverschlüsse oder über den großen hier an Gürtel anbringen. Macht einen ganz vernünftigen, ganz anständigen Eindruck. Wie das aber wirklich in der Praxis beim Tragen aussieht, dazu kann ich euch leider nichts sagen. Falls einer von euch dieses Modell im Einsatz so trägt, gerne mal ein Feedback dazu hinterlassen. Ein weiterer Größenvergleich können wir noch mit dem Gerber Bear Grylls Ultimate Survival Knife machen. Der Name sorgt bei mir immer wieder für ein breites Grinsen und Schmunzeln. Durchaus ähnlich in der Gesamtlänge, in der Schneide, das Gerber ein ganz bisschen länger. Ja, und auch da muss man meiner Meinung nach nicht lang diskutieren. Da ist das Real Steel eindeutig das bessere Messer. Das ist ein rundes Paket, was hier abgeliefert wurde. Mit dieser konvexen Version, also im Hinblick auf universelle Einsetzbarkeit, gerade Medium Holz oder Camp Life, also ja, Lebensmittelzubereitung, Lagerfeuer, all solche Sachen. Ja, hat Spaß gemacht, mal wieder ein Outdoor-Messer zu testen. Das hier würde definitiv eine Empfehlung von mir bekommen, und zwar sowohl was ja, die Funktionalität, die Schneidperformance etc. angeht. Wenn es wirklich günstig sein soll, dann empfehle ich immer gerne ein Mora-Modell. Die bekommst du dann für 10, 15 €. Ja, schneiden wie Sau. Da kannst du Lebensmittel wunderbar mitmachen, da kannst du Holz mitmachen. Nur halt, wenn es brachialer sein soll, also Baton, Hacken, das funktioniert mit solchen leichten kleinen Dingern nicht. Das funktioniert auch mit dem Gunny nicht gut. Also Batoning schaffst du da noch ganz gut. Ist wirklich, wirklich zäh, der A2. Aber Hacken, da bist du auf der verlorenen Seite. Alles, was wirklich über 5 cm Dicke hinausgeht, da hast du deine Probleme. Da hat er auch, ja, der Real Steel, das Real Steel Modell hier, seine Probleme, einfach weil du doch nicht genug Masse hast, die du bewegst, um eine ordentliche Hackwirkung zu haben. Kannst du mal machen, ein bisschen hacken. Zur Not geht das. Wie gesagt, so bis 5 cm ist das ganz in Ordnung. Alles, was stärker ausfällt, dann wird es doch sehr, sehr mühselig. Jo, und im Großen und Ganzen war es das jetzt zu dem Modell hier. Ja, zum Bushcraft Convex, also das Bushcraft Plus von Real Steel. In der balligen Version. Wer Bock hat, hinterlässt gerne mal ein Feedback, wie ihm das Teil gefällt. Ich denke, da hat Real Steel mal wieder einen sehr, sehr sauberen, anständigen Job abgeliefert. Durchaus gefällig, der Stachel. Alles klar, jo, das war's von mir, und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.